Aufstieg. Journal. Moment. Ich weiß es nicht. Das war wieder zu viel dazwischen jetzt. Naja, gucken wir mal. Also ich habe es zwischenzeitlich auch mal ein bisschen intensiver gespielt, um wieder richtig reinzukommen. Und habe mir dann so einige Sachen angeguckt, um einfach ein bisschen mehr wieder reinzukommen, die ganze Sache. Das sind dann so Livestreams, die ich mache, aber ohne Kommentar, also no comment. Schon mal so 2-3 Stunden lang. Und wie gesagt, ohne dass ich jetzt rumquassel, um einfach auch mit dem Spiel ein bisschen voranzukommen. Weil es ist ja fast unmöglich, das alles zu kommentieren und... Ach, die Katze hatte ich hier noch nicht? Nee, anscheinend nicht. Ah, nee. Ich hab Futter reingelegt. Wie gesagt, ich hatte es davor schon mal auf PC gespielt, dann mal auf PS4. Auch, da existieren auch mehrere Aufnahmen von auf meinem Channel, falls es jemand interessiert. Aber alles ohne Kommentar, halt ohne es dazwischen zu quatschen. Einfach nur das reine Gameplay. Und bei all den Spielen, die ich jetzt so zwischendurch teste, komme ich da schon mal leicht durcheinander. Aber mein Main Goal ist es im Moment, so alles mal auf der PS5 zu testen, was ich jetzt vorher dann immer auf der PS4 gespielt hatte. Nicht drängeln, es ist genug für alle da. Keiner drängelt hier, Mensch. Brandneu, frisch aus der Fabrik. Erst gestern frisch aus dem Konvoi gefischt. Aber jetzt mache ich mal hier weiter. Mit Cyberpunk. Ich versuche mal der Story zu folgen. Ja, lass mal sehen, Amigo. Ja, da habe ich mich vorher schon mit eingedeckt eigentlich. Mit den Sachen, die ich hier brauchte. Habe dann auch jetzt so die Aufsätze drauf gemacht und ein paar Mods. Bei manchen Waffen installiert. Also die Mods im Spiel, nicht irgendwelche Game-Mods, sondern die Mods für die Waffen. Einen Punkt habe ich noch. Was kann ich denn auch machen? Technische Fähigkeit ist immer wichtig. Das ist dann auch alles neu in der 2-Punkt-Version, 2.0. Also die Art, wie das hier gelistet ist und so. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Ist auch schwierig, sich da zu entscheiden. Ah, das hört sich doch gut an. Das kann man wohl auch wieder alles zurücksetzen und dann nochmal neu verteilen. Ist auch ein neues Feature. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich will bei einer Sache bleiben. Da war doch auch noch irgendwas, oder? Naja. Wie gesagt, erstmal weiter in der Geschichte. Im Livestream ohne Kommentar habe ich dann auch einige Nebenmissionen gemacht, um nochmal richtig reinzukommen. Aber jetzt mache ich mal weiter. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, was es war. Bin wieder raus. Mitten sich andere Missionen bis zum besten des nächsten. Was war denn da nochmal, Mensch? Na egal, mal schauen. Jedes Mal der Typ hier mit dem Mädel. Lass die doch, Mann. Wert? Ach, Schnauze. Mhm.
Jo. Was soll ich denn machen, bis ich da telefonieren kann? Verkaufen. Habe ich schon alles verkauft, den ganzen anderen Schrott. Okay, dann mal weiter. Erstmal Motorrad rufen. Der ist schon. Ach ja, ich hatte mich ja auch zwischendurch mal umgekleidet hier, umgezogen. Lustig. Ja. Mit Maske. Lade nochmal aus. Ah ja. Hey Judy, was gibt's? Ach, endlich. Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? No. Ich dachte, nach der Sache mit Maiko höre ich nie wieder was von dir. Hab mir die Aufzeichnung nochmal angesehen. Du hattest keine Wahl. Aber das ist nicht der Grund, weswegen ich anrufe. Ich will dich um einen Gefallen bitten. Ja, dann schieß mal los. Mit dir wird's niemals langweilig. Interessante Leute lang. Fühlen sich eben selbst. Kein Wunder bei der Gesellschaft. Aber genug rumgeschmalzt. Was gibt's? Ich verrate nicht zu viel. Für diese Spezialmission brauchst du ausnahmsweise mal keine Waffe. Was? Ein Taucheranzug. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Aber ich muss dich warnen. Taucherkluft steht mir super. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Okay. Okay, ist das ein Date? Bist nicht mein Typ, Kumpel. Oh, schade. Wir sehen uns dort. Bis dann, wie? Toll. Das ist ja eine Ansage. Naja. Ja, ich denke, ich habe die neue Mission bekommen jetzt. Da ist es doch. Triff dich mit Judy. Triff dich am frühen Abend mit Judy. Das wollte ich mal machen. Eigentlich ja die andere Mission, aber jetzt mache ich die. Let's go.
ganz schönes Stückchen, 4,5 Kilometer. Oh, Scheiße. Ja, typisch. Mal schön drüber. Die Kiste. So, weg, Schrott. Okay, hol ich mir eine andere. Oder. Hey, wo ist die denn jetzt? Hier reingeflogen. Ach Mensch, mit dem Hals. Schlimm. Geh du mal aus dem Weg, Mann. Boah, heute ist alles irgendwie voll am Nerven hier. Ist da auch irgendwas? Na, Polizei. Ich rede, du hörst zu. Ich dachte, das wäre was Interessantes. Ich bin irgendwie falsch gefahren. Das habe ich auch gesehen, dass ich da so ein. Immer wenn die Sonne scheint, ist da so ein Tearing drin zu erkennen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sieht. Screen Tearing. Unten links ein Reifen. Das kann doch nicht im Game sein. Das muss da irgendwie am Monitor liegen oder so.
werde ich gleich mal überprüfen. Polizei überall. Wo ist Überfall im Gang? Mann, das habe ich immer noch nicht gecheckt. Achso, das ist der Überfall. Neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Ja, mache ich mal. Werde ich wohl hinkriegen. Hä? Das sind alles die Täter? Militech? Mit dem soll ich. Den soll ich mich anlegen. Komm schon raus, ich tu dir nichts. Okay. Okay, dann ist das das mit den Überfällen. Swiss Cheese. Okay, geht mal her. Aber warum das Militech sein musste? Seltsam. Ach ja, stimmt, da waren das die Beweismaterialien. 3.310 Euro-Dollar. Schön. Okay. Das lese ich jetzt nicht. Korrupt. Ich hatte alles so ein bisschen aufgepimpt. Trotzdem wieder ungewohnt nach all den anderen Spielen, die ich zwischenzeitlich gespielt hatte. Und ich habe noch lange nicht die ganzen Upgrades, sieht man ja hier auch. Da fehlt noch so viel. Habe ich da auch einen? Nee. Also da gibt es noch einiges zu erreichen. Was ich auch gerne noch erreichen will. Aber es wird dauern. Musik hört man gar nicht, wieder mal gar nicht bei der Aufnahme. Also das ist auch alles direkt nicht mit aufgenommen. Also egal, was ich jetzt für coole Musik aussuche. Hier, das hört ihr nicht. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Da kann man auch dann intern die Musik lauter machen, leiser machen. Da sind echt coole Sachen dabei. Aber es wird nichts aufgenommen. Schade, schade. Bei mir wäre es komplett egal,
weil ich Videos sind eh nicht monetarisiert, deswegen würde mich das überhaupt nicht interessieren. Aber das macht die Konsole dann so automatisch. Ne? Sony will das wohl nicht, dass die auch Musik zu hören ist. Oder keine Ahnung, was sie machen, weil sie denken, dass sie einem einen Gefallen tun. Damit YouTube die Videos gar nicht claimt, die Musik. Wenn erst gar nichts übertragen wird, dann kann auch nichts geclaimt werden, so nach dem Motto. Ne? Aber wie gesagt, mir wäre es vollkommen egal. Ich hätte lieber die Musik im Spiel drin. Ich weiß natürlich, was da kommt. Ich erinnere mich jetzt. Weiter konnte ich nicht. Nee. Judy. Erstmal warten. Etwas später. Da ist sie ja. Hallo. Wie? Du bist echt gekommen. Ja, kein Date, hast du gesagt. Scheiße. Warum nicht? Denk nicht so viel drüber nach, okay? Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Was gibt's Neues aus dem Clouds? Weißt du was? Nichts von Interesse. Es ist jetzt alles neu und alle versuchen damit klarzukommen. Ich auch. Klingt nicht, als wäre alles okay. Heißt nicht, dass es das nicht ist. Gibt's was Neues von den Mox? Ereignisse? Pläne? Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht gerade oft. Wie kommt's? Du weißt, wie sie sind. Gehen mir halt manchmal auf die Titten. Um das lange Gesicht. Bist du irgendwie schlecht drauf? Nein. Judy. Du lügst doch. Bitte nicht übers Clouds, die Mox, Arasaka oder Militech reden oder dass die Welt vor die Hunde geht. Ich will einfach nicht über irgendwas davon nachdenken. Nicht heute. Verstehe ich. Also. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf, ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Ja, gerne, gerne. Wie vereint man zwei separate Neuraltracks? Naja, zuerst wollte ich ein Profil aus zwei Datenströmen machen. Aber das ging voll in die Hose. Kam sich in die Quere, hm? Interferenzen, Rauschen. Ja, das war wie ein schlechter Kunstfilm. Aber nach ein paar Versuchen habe ich es geschafft, bestimmte Gefühle zu isolieren. Du lädst sie also auf separate Neuraltracks, ohne Gefühlsstörungen. Cool.